Okay, wir möchten weitergehen mit dem Buch Offenbarung. Und letztes Mal haben wir gesprochen über Offenbarung Kapitel 9. Und haben unter anderem da gesprochen über diesen Abgrund, die sich dann hat geöffnet. Und dann sind wir nun bei Kapitel 10. Wir haben gesprochen über die 144 Versiegelten. Und hier ist dann der fünfte Engel, die de Abgrund eröffnet. Möglicherweise ist die verbunden mit, was man nennt, de Bermuda-Dreieck, wo zoveel fremde Sachen de letzte hunderten, vielleicht tausenden Jahre passiert sind. Ganze Schiffen sind unerklärlich verschwunden. Und wenn diesen Brunnen des Abgrunds hat aufgetan, ging ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens. Und es war verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und dann kommen da auf diesen Abgrund diesen Heuschrecken, die gleich sind wie Rossen, die zum Kriege bereit sind und auf ihrem Haupt die Krone dem Golde gleich und ihr Antlitz gleich dem Menschenantlitz und hatten Haar wie Weiberhaar und ihre Zähne waren wie der Löwen und hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Rasseln ihrer Flügel wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und das sind halb Mensch, halb Dämon, halb Tier, Wesen, die aus dem Abgrund kommen. Und der König von diesem Abgrund ist ein Nachahmer. Denn diesen, ja, die Schwänze, die gleichen Skorpionen, damit stechen sie die Menschen und beleidigen sie die Menschen 5 Monate lang. Und der König über diesen Abgrund ist Apollyon oder Abaddon. Das heißt der Zerstörer, der Verderber. Und wir haben ihn da aufgestellt als einen Tier eigentlich, Menschengestalt, die als Ziel hat, so viel wie möglich Seele mit sich in die Hölle zu ziehen. Und er wird genannt der Mensch der Sünde heute ist zentriert in Rom und soll sich nach seiner Tod und Auferstehung nach dem Rücken der Gemeinde offenbaren auf das Kind des Verderbens. Das verlorene Kind, wie das erwähnt wird, wird ja auch genannt in Johannes 17, Vers 12, ein Hinweis zu Judas Iskariot. Sein Geist ging nach seinem eigenen Ort in Apostelgeschichte 1, Vers 25 und daraus soll er wieder zurückkommen nach der Entrückung. Nun, Offenbarung Kapitel 10 ist wie Kapitel 7 von Offenbarung ein parenthetisches Kapitel. Das heißt, Offenbarung 7 hat kein Siegel, die geöffnet werden. Offenbarung 6 hat de eerste 6 Siegel. Kapitel 8, Vers 1, der 7. Zwischen Kapitel 6 und Kapitel 8, zwischen der 6 und 7 Siegel, ist dann diesen parenthetische, also ein Zwischenkapitel. Und dann Offenbarung 10, Zahl der Heiden. Ist auch ein Zwischenkapitel, sind keine Pausaunen. Offenbarung 8 und 9 haben 6 Pausaunen gehabt. Die 7. Pausaune findet statt in Offenbarung 11, Vers 15. Und zwischen den 6. und 7. Pausaune hat man dieses Kapitel 10. Und wir lesen in Vers 1 von Offenbarung 10. Ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen. Der war mit einer Wolke bekleidet. Und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie die Feuerpfeiler. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein aufgetan und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und da er schrie, redeten 7 Donner ihren Stimmen. Nou, erstens wird erwähnt in Vers 1 eine Wolke. Ein Engel von Himmel mit einer Wolke bekleidet. Nou, du weißt vielleicht noch, wenn wir in Offenbarung 1 angefangen haben, wird da Jesus von Nazareth beschrieben in Vers 7. Und dann wird er folgendes beschrieben: Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es wird ihn sehen alle Augen und die ihn gestochen haben. Und es werden heulen alle Geschlechter der Erde, ihr Armen. Also er kommt mit den Wolken zurück. Stärker noch, er ist auch mit den Wolken zurück nach seinem Vater gegangen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9 lesen wir,
Da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Und so soll er auch, Kapitel 1, Vers 11, diesen Jesus, welcher von euch ist aufgenommen, gen Himmel, das war also mit einer Wolke, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, den Himmel fahren. Die Wolke ist darin ziemlich wichtig. Und das ist ein Engel. Nun, nun wir in Offenbarung 1 sind, wir haben schon gesehen, dass Engel oft nicht nur Botschafter sind, aber auch als Erscheinung dastehen. Der Engel des Herrn ist eine Offenbarung des Herrn, eine Erscheinung des Herrn. Und Jesus ist oft erwähnt im Alten Testament als der Engel des Herrn. Er kommt in einer Menschengestalt zu oft Israel oder im Allgemeinen Menschen. Nun, wenn er da beschrieben wird in Offenbarung Kapitel 10, sehen wir, dass da ein Regenbogen auf sein Haupt ist, ein Antlitz wie die Sonne. Synophilisch wie die Feuerpfeile. Das ist die Beschreibung, die wir schon erwähnt haben in Offenbarung Kapitel 1. Jesus eigentlich in seinen Offenbarung als Richter, nicht als Lamm, wie er heute da steht, aber als Richter über diese ganze Erde. Und in Vers 2 und Vers 3 wird erwähnt, dass er mit einer großen Stimme wie ein Löwe brüllt. Und da er schrie, redeten sieben Donner ihre Stimme. Die Zahl 7 haben wir oft gesehen, ist das zentrale Zahl in diesem Buch Offenbarung. Sieben Donner, Vers 4, sieben Posaunen, sieben Schalen, sieben Siegeln. Das Zahl 7 ist das Zahl der Vollkommenheit. Und er schreit wie, oder brüllt wie eine Löwe. Nun, wir haben in Offenbarung Kapitel 5 am Blick im Himmel gesehen, und da wird diesen Jesus von Nazareth beschrieben als eine Löwe, der da ist von dem Geschlecht Judas, Offenbarung 5, Vers 5, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und zu brechen, seine sieben Siegel. Das ist auch der Grund, warum wir in der Reformationsbibel immer sieben Siegel haben. 1, 2, 3, 4, 5 und eine oben und eine unten, sieben Siegel. Das war in der Reformationszeit meistens so mit den Protestanten-Bibeln, nicht mit der katholischen Bibel. Und Jesus Christus erscheint wahrscheinlich an Israel bevor das Ende der Trübsalzeit. Wo, weiß ich nicht, aber ich vermute im Norden Israels. Er sagt auch zu seinen Jüngern, er geht zu Norden, da soll ich euch erscheinen, auf diesem Berg, wo er zum Himmel fährt. Und die Armeen, die nach Harmageddon kommen, die kommen zum Norden Israels. Das ist ungefähr so, wenn man, ich habe einen Schreiber hier, wunderbar. Ich werde es kurz versuchen hier aufzustellen. Ich tue es mal. Tun hier. Wenn man hier so Israel hat, hier das Meer van Galilee, hier is het Tote Meer, hier hast du Jeruzalem, Ölberg is dat die Osten van Jeruzalem, en hier hat man ungefähr de Karmel. Und hier hat man die Ebene von Megiddo oder Harmageddon. Und die Armeen der Welt, die 200 Millionen, die kommen dann von Osten hierher, 200 Millionen. Und das ist das Ort bei Megiddo, ist noch immer ein Ort hier in kleines Ort in Israel. Vermute ich, dass der Herr sich dort erscheint, kurz bevor das zweite Kommen Jesus Christus. Hier wird erwähnt in Offenbarung Kapitel 10, Vers 2 und Vers 3, er kommt
als een leeuw die brüllt. En dat steunt wie, daar redeten sieben Donner ihren Stimmen. Die sieben Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte ich sie schreiben. Und das darf er nicht tun, die sieben Donner, die geredet haben, müssen versiegelt werden. Er darf nicht aufschreiben, was sie geredet haben. Donner ist oft wie ein Menschenstimme. Gott spricht oft und dann hört es wie Donner raus, wie Gott der Vater hat gesagt, bei Jesus getauft wurde, da sagt er, in diesem Sohn habe ich mein Wohlgefallen, und die Leute rundum haben gehört, als ob es gedonnert hatte. Nun, in Jesaja Kapitel 66, Vers 6 bis Vers 9, sehen wir einen kleinen Hinweis darüber. Jesaja Kapitel 66, Vers 6. Denn man wird hören eine Stimme des Getümmels in der Stadt, eine Stimme vom Tempel, eine Stimme des Herrn, der seine Feinde bezahlt. Sie gebiert, ehe ihr Wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihr Kindesnot kommt. Wer hat solches gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann auch ehe denn ein Land die Wehe kriegt, ein Volk zugleich geboren werden? Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne die Wehe geboren. Sollte ich andere lassen, die Mutter brechen und selbst nicht auch gebären, spricht der Herr. Sollte ich andere lassen gebären und selbst verschlossen sein, spricht der Herr. Und da geht es um hier, Vers 10, Jerusalem. Und es geht um die Stimme des Herrn. Ein Post-Trübsal-Entrückung verbunden mit Gottes Stimme. Die auch sagt, kommt her, komm nach oben. Nun, wir im Alten Testament sind, gehen wir ein paar Bücher weiter zu einem der kleinen Propheten. Micha, Kapitel 5, Vers 2. Da lesen wir, indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, geboren habe. Da werden dann die übrigen seine Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Er wird aber auftreten und weiden in Kraft des Herrn und im Siege des Namens seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn er wird zur selbigen Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und das ist ein Hinweis zu dem Messias, Kapitel 5, Vers 1, das ist, er soll in Bethlehem Ephrata geboren werden. Das ist der Herr, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, er ist immer da gewesen, ist der Alpha, der Omega, der ist der Wahre, der kommen soll, der Allmächtige. Geboren in Bethlehem, aber die übrigen, seine Brüder, sollen wiederkommen zu den Kindern Israel. Das heißt, es kommt ein Rückkehr von den Juden nach Israel. Nun, das sieht man im Bild. Im Bild sieht man oft Dinge, die von Gott sagt, okay, das soll geschehen in der Geschichte. Und etwas anderes ist ein Bild davon. Zum Beispiel in 1. Mose 24 haben wir die Geschichte, dass der Knecht Eliezer muss von Abraham nach Mesopotamien gehen, um ein Braut für seinen Sohn Isaac zu suchen. Die ganze Geschichte ist ein Bild von Jesus Christus, die im Himmel bleibt und de Braut, die auf Erde als Heiligen Geist, de Heilige Geist, die een Braut vorbereitet für den Bräutigam Jesus im Himmel. Und das sehen wir auch hier. Zum Beispiel, wir sehen Paulus. Paulus, die bekommt eine Offenbarung von Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus als Saulus, wenn er versucht, die Juden zu töten. In Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 6. Und dann nennt er das als eine unzeitige Geburt. Er spricht mit Zittern und dann sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sehr gute Frage. Das ist die Frage, die jede Christ sich stellen soll, jeden Tag. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Also ein Christ fragt etwas und der Herr zeigt ihm das dann auch. Paulus nennt seine Bekehrung als eine unzeitige Geburt. Er ist ein Bild von dem Überrest Israels, das gerettet wird in Trübsalzeit. Diese 144.000 junge Männer, die mit einer Frau befleckt sind, Paulus, niemals verheiratet, wie auch Jeremia im Alten Testament, niemals verheiratet war. Und Paulus wird nicht um die 12 Aposteln gerechnet, denn ein Anfang Apostel ist 1 und 2, sondern ein anderer Mann, ich glaube Matthias ist das, aufgenommen werden an der Stelle von Judas Iskariot. Aber Paulus gehört nicht zu die 12.
Er soll auch nicht dann die zwölf Geschlechter Israels richten. Und er hat dann Dienst an den Heiden zu tun. Paulus ist Apostel an den Heiden. Petrus an den Juden, Paulus an den Heiden. Und die 144.000 sollen auch, wahrscheinlich mit Zungenrede, was wieder zurückkommt, anfangen, ein anderes Evangelium, das Evangelium vom Reich zu predigen, an den Heiden in der Trübsalzeit, nicht zu den Juden. Nun, ein zweiter Punkt, was wir sehen als Bild von dieser Tatsache in Trübsalzeit, ist Josef. Ich kenne die Geschichte von Josef. Josef, die wird verkauft von seinen Brüdern nach Ägypten, kommt schlussendlich in Potiphars Haus. Und wir lesen in 1. Mose, Kapitel 45, dass nach einiger Zeit seine Brüder wegen einer Teuerung zu ihm kommen für Hilfe. Wie es auch eine Teuerung geben soll in diese Trübsalzeit. 1. Mose 45, Vers 1. Da konnte sich Josef nicht länger enthalten vor allen, die um ihn herstunden. Und er rief, lasset jeden Mann von mir hinausgehen. Und stund kein Mensch bei ihm, da sich Josef mit seinen Brüdern bekannte. Und Vers 4. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr in Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denket nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott für euch gesandt, hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist und sind noch 5 Jahre, da kein Pflügen noch Ernten sein wird. Das ist ein Zeichen von diesen 7 Jahren, hat Josef sich an seinen Brüdern offenbart. Josef wurde das erste Mal verweigert, verkauft von seinen Brüdern, zweite Mal wurde akzeptiert von seinen Brüdern. Jesus, von Josef am Bild ist in 152 Einzelheiten, wurde das erste Mal abgelehnt von seinem Volk, Johannes 1, Vers 11, die seine haben ihn nicht angenommen, aber wie viele ihm aber aufnahmen, das kannst auch du sein, wenn du diesen Vortrag hörst, die an den Herrn Jesus als persönlichen Heiland und Gottes Sohn glauben, die hat die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Nur als Heiden, Hund, so sehen wir, durch uns sehr schmutzige Menschen außerhalb vom Volk mit der Verheißung Gottes bekleidet, die kann einfach ohne eingesetzt zu halten, gerechtfertigt werden durch Glaube allein an das Blut von diesem Heiland, die von sein eigenes Volk abgelehnt wurde. Doch das zweite Mal wird Josef akzeptiert, wie Jesus das zweite Mal von seinem Volk akzeptiert wird. Dritte Beispiel ist Job. Job hat 42 Kapitel, wie die große Trübsalzeit 40 Monate, 3,5 Jahre hat. Und er ist eine Verfolgte. Er ist eigentlich wie Israel in der Trübsalzeit, wird von der ganzen Welt verfolgt, wie damals Hitler hat versucht zu tun als ein guter Katholik in Europa, in seinem Holocaust. Als latinische Vulgata heißt Brandopfer, ist auch Job ein Verfolgt im Lande Us, im Lande Edom. Und das Land Us, Edom, das findet man hier. Das waren die Joden bei Sella Petra, hier. Sich treffen. Sella Petra. Ah, interessant auch, die erste Minarette oder Moschee waren gerichtet Richtung Sella Petra, nicht gegen Mekka, ein paar hundert Jahre nach Mohammed. Und da war das wahrscheinlich, sagen einige Schreiber, das Ort, was beschrieben wird als, was heute dann heißt, soll heißen, Mekka, das war Sella Petra. Und in die Psalmen sieht man oft auch, ein paar Aussagen und dann, das Wort Sella. Sella, also man sagt ja, das ist ein Stoppnotiz für die Musiker, maar die Psalmen wurden gesungen und so weiter, von Koren, kann alles so schon sein. Aber Sella ist auch ein Hinweis, zum Moment, dass da in diese Trübsalzeit die Juden hier bewahrt werden vor den Antichrist vom Herrn und mit Manna genährt werden. Wie damals das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste genährt werden, sollen auch die Juden da von Gott op een übernatürliche Weise genährt werden. Und das sieht man auch ein wenig in die Schrift. Zum Beispiel, man kann sagen, die wunderbare Speisung von den 5000. Die wird 4-mal erwähnt in de Evangelie. Dat is veel meer als zum Beispiel de Neue Geburt. En de grond is, dat deze Speisung van de 5000, wird 2-mal erwähnt, absoluut wichtig is om voor Gott, wanneer er zijn volk anfängt zu nahren.
in de Trübsalzeit, wie er dat gedaan had in de Wüste, binnen 40 jaar lang zijn volk zo genährt had op een übernatürliche Weise. Kom maar, Klagelieder, kapitel 4, vers 21. Klagelieder, kapitel 4, vers 21. Naar Jeremia komt Klagelieder. Ja, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Edom, die du wohnest im Lande Uz. Denn der Kelch wird auch über dich kommen, du musst auch trunken und geblößet werden. Das heißt auch, das soll sein Gericht dann bekommen. Und das Land Uz ist das Land in Job 1, wo Job verbleibt, als ein Bild einer Trübsalheilige, die, obwohl er äußerlich sehr gerecht ist, das Gesetz halt, doch von Gott gerichtet wird, weil seine größte Sünde, Jobs große Sünde war, dass sie vertraut auf seine Gerechtigkeit und nicht auf Gottes Gerechtigkeit, der Herr Jesus Christus. Und das müssen die Juden lernen am Ende von Trübsalzeit, dass nur Jesus von Nazareth Gottes Gerechtigkeit ist und das reicht allein für die seelische und die materielle praktische Erlösung von dem Überrest Israels. Nun, wenn wir noch im Alten Testament sind, gehen wir ein paar Bücher zurück zum Buch Job. Job ist das Buch mit 42 Kapiteln, 42 Monaten ist die große Trübsalzeit. Job, vorab an Job geht Esther. Esther, da wird ein Heidenbraut, Vashti, ersetzt mit einer Judenbraut, Esther. Wie die Gemeinde entrückt wird und dann fängt Gott an, mit den Juden als Volk wieder zu schaffen. Dann kommen die Zeichen zurück, die Zungen zurück und so weiter. Und dann sehen wir Job als Beispiel, eine Jude, die schwer geplagt wird. 42 Kapitel, 42 Monaten ist in großen Trübsalzeit und danach haben wir die Psalme, längste Buch der Bibel, an Beschreibung von Jesus in, als Herrscher im tausendjährigen Reich. Nun, in Job 42, im letzten Kapitel, lesen wir, dass Gott das Gefängnis von Job wendet. Job 42, ganz am Ende tut Job Buße. Und wir lesen dann in Vers 1 und Vers 2, Job antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Gedanke ist dir verborgen. Es ist ein unbesonnener Mann, der seinen Rat meinet zu verbergen. Darum bekenne ich, dass ich habe unweislich geredet, dass mich zu hoch ist und nicht verstehe. So erhöre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich habe dich mit den Ohren gehört und mein Augen sehe dich auch nun. Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und Asche. Das heißt, er bekehrt sich von seiner Selbstgerechtigkeit. Das ist sehr wichtig. Und das tut er, nachdem Gott ihm gezeigt hat, er lebt dann der Behemoth in Job 40 und 41, die sicher kein Krokodil ist oder ein Nilpferd ist, aber das ist eine Beschreibung von der großen roten Drache in Offenbarung 12, Vers 9. Und dann wird Jobs Gefängnis geändert. Vers 10. Der Herr wendete das Gefängnis Jobs, da er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Job zwiefältig so viel, als er gehabt hatte. Und zwiefältig so viel, da kommen zu ihm auch seine Brüder und Schwestern und so weiter. Und dann hat er 7 Söhne und 3 Töchter, ich vermute, ich habe ihn aus den Toten zurückbekommen, die Israel auch am Ende von Trübsalzeit von Teil aus den Toten auferstehen soll. Hinweis zur Wiederherstellung Israels im Lande Palästina. Das ist der Anfang von diesem Friedensreich, das Gott dann anfängt für 1000 buchstäbliche Jahre von je 360 Tagen. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 21, Vers 17. Sondern er soll den Sohn der Feindseligen für den ersten Sohn erkennen, dass er ihm zweifältig gebe, alles das vorhanden ist, denn derselbe ist seine erste Kraft und der Erstgeburtrecht ist sein. Der Erstgeborene bekommt zweimal so viel als die anderen Söhne. Das kommt zu erben. Als wenn ein Kind also normaal, ein Vater hat 3 Kinder gehad, dann hat er zijn Güter in 3 verteilt und der Erstgeborene hat zweimal so viel bekommen, doppelt so viel als der Jüngste.
Das war, wie Gott es auch tun soll, mit den Völkern. Erst kommt Israel, der Erstgeborene, und danach kommen alle anderen Völker im Millennium, tausendjährige Reich, die ihr Lohn bekommen. Job wird verfolgt vom Teufel, wie auch Israel in den Teufel, in der Trübsalzeit persönlich vom Teufel verfolgt wird. Natürlich sehen wir in Job 1 und 2, dass der Feind nur so weit gehen kann, als Gott ihm erlaubt. Aber es ist ganz klar, in Trübsalzeit soll der Feind das Recht, Anrecht bekommen, um Gottes Volk zu verfolgen. Kommt nach Offenbarung Kapitel 12, Vers 1. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie und war in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Er hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinem Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde. Der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hatte, er ihr Kind fräße. Das ist diesen falschen Christus. Und hier wird er erwähnt aus diesem Krieg im Himmel. Und heute werden wir mehr und mehr, Hollywood macht mehr und mehr Kriege über, oder Filme über Drachen. Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel davon. Sehr katholisches Thema, muss ich dabei auch sagen, der ganze Mittenerde, eine Verherrlichung der Hölle eigentlich. Und hier kommt diese große rote Drache, die nur noch zwischen das zweite und dritte Himmel ist, in diesem Riesenmeer, die kommt nach unten. Und er hat wenig Zeit, offenbart sich wie ein Parder, ein Leopard, eine Mischung von den drei Rassen, die drei Söhne von Noah. Und übernimmt die ganze UNO. Das heißt, unabhängig, ob man nun katholisch, orthodox, nazi, jüdisch, was auch ist, alle sollen ihm als ihren allgemeinen Führer, religieus und politisch, akzeptieren. Und er soll dann nach dem Rom zerstörten Richtung Babylon, der neu aufgebaute Babylon. Und wenn er aufkommt in Rom und dann wird er getötet, mit einem schlechten rechten Auge und einem schlechten rechten Arm, wie Napoleon und der katholische Napoleon und Freimaurer und die katholische Freimaurer Napoleon und Hitler beide hatten, dann sehen wir, dass er dann von den Toten aufersteht und das Körper vom letzten Paap soll dann de Seele von de Drache und de Geist von Abaddon oder Apollyon, Judas Iscariot, in sich haben. Und dann steht er auf als Imitation, Nachahmung von Jesus Christus, als de falschen Christus, und er hat einen schlechten rechten Auge. Da müssen wir heute schauen, in diesem Film- und Musikindustrie, die viele Leute immer das tun und die rechten Augen bedecken. Er wird der Götzenhirte genannt in Zacharia 11, Vers 17, nur in der Heiligen Schrift von Luther, alle neuen Bibeln haben die Sache geändert. Und wie wir oft wissen, wenn man in ein Auge schaut, kann man die Seele ein wenig sehen und darin sehen wir die Seele der Drache. Er versucht die ganze Welt zu verführen. Und wenn man ihn nicht anbetet, dann heißt das, dass man mit Guillotine, das war ein Franzose, nachdem diese Guillotine genannt ist, hat die Guillotine auch erfunden, getötet. Man soll enthauptet werden, was de standaard todesstrafe war in de tijd van de Franse Revolutie, waar de Jesuiten verzocht hebben Europa terug te eroberen. En ze hebben een paap te rachen die hem afgeschaft had. En was ook in de toekomst geschehen zal in deze meer dan 850 FEMA-todeslager in de USA, waar schon tausende van deze guillotines opgesteld zijn. En dan komt er zendig maar die grote Babylon. Een vrouw op een tier, ook dat is een nieuwe zaak. En die laatste promotionsfilm, propagandafilm van Rome, is van Wim Wenders in Duitsland, Een man seines Worts. Dat is een man, schaam niet een man nach Gottes, maar een man nach seines Worts. Nun, die eerste Erscheinung
des Herrn an Job finden wir in Kapitel 38, 4 Monate vor Ende von Trübsalzeit. Das könnte auch diese Erscheinung sein vom Herrn, 4 Monate bevor das Ende von diesen 7 Jahren um sind. Und die offenbart sich vor allem an Israel. Kom nach Ezekiel Kapitel 43, Vers 2. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam vom Morgen und brausete, wie ein Großwasser brauset. Und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Das ist Richtung Osten. Psalm 50, Vers 2 und Vers 3. Psalm 50, Vers 2 und Vers 3. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein großes Wetter. Das bezeugte Kommen ist verbunden mit Feuer. Er kommt aus Zion. Das heißt, am Moment, dass Jesus Christus zurückkommt, er neemt ungefähr die route van Abraham als Ur der Chaldeeën, via Haran komt het dan hier naar unten. Dan zal het verbrennen. Dat zei dan komen. Tyrus en Sidon. Die Filisten zullen verbrennen. Die gaat naar Egypte, dat zal verbrand worden. Dan komt het terug, de gelijke route die Mozes damals met Israël gevuurd had. En de berg Sinai, er komt bij een koningsweek voorbij. Er is de Jonasvloed, de Jozua. Dan spaltet de Ölberg, de überreste Juden, die vliegt in Petra. Hij gaat hier om daar persoonlijk de valse Christus te begegnen. En wie oft zijn, er zijn 3x6, 18 typen des Antichrist in de Bibel. Und da soll er den Kopf der Schlange zerstören. Die Erfüllung in 1. Mose 3, Vers 15, die ist noch nicht erfüllt am Kreuz, die soll erfüllt werden hier bei Megiddo Armageddon. Und das ist alles mit Feuer. Das heißt, all die ganzen Route, die damals Abraham, Mose, Josua gemacht haben, wird von Jesus buchstäblich genommen mit Feuer und soll alles verbrennen, alles reinigen, bevor er dann sein Stuhl in Jerusalem aufstellt aus dem Stuhl Davids, um dort zu regieren. Und er tut es wahrscheinlich in Hebräisch, das ist die Sprache von Himmel, doch die Endzeitsprache heute ist Englisch. Wir tun das alles auf Deutsch, aber wenn wir eine Konferenz haben, dann kommen verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, dann spricht man meistens Englisch. Und deswegen ist die King James Bibel de beste Bibel, om als heilige schrift, fehlerloos te voorkomen, om op Engels te prediken en te leren. Möglicherweise gibt es ook een Offenbarung im Alten Testament is Hebräisch, möglicherweise Jakob ben Chaim, als een redische tekst. Dat is de gleiche Grundlage, die de orthodoxe Juden heute nog hebben, wie onze Lutherbibel had. De gleiche Grundlage. Alle moderne Übersetzungen hebben diesen correcte Hebräische tekst, die van de heutige orthodoxe nog immer genomen wordt, die Masoretische. Nee, het is Ben, zoon van Chaim tekst, altijd een menselijke tekst. En in Noordwest-Europa en de USA is deze tekst ersetzt worden. Mit einem verfälschten Text aus, man nennt den Codex Leningradensis, Leningrad, aber der Ursprung kommt aus Kairo, und dreimal raten, wo Kairo liegt, in Ägypten. Und die andere Grundlage von meiner Bibel ist im Alten Testament LXX, die Übersetzung auf dem Alten Testament in Griechisch, das nichts anderes ist als das Alte Testament von 1500 manuscripten, Vaticanus, Synodicus en Alexandrinus. Die hebben begrippen Bücher als taal de schrift hebben die Jezus niemals anerkannt of zitiert had. Dat heißt, dat is die korrekte tekst, die kan zich God zich ook nog gebruiken in Trübsalzeit voor de Juden, orthodoxe Juden, die zijn in Sede Petra bewaard werden.
bis das Ende von dieser Trübsalzeit. Nun, in Kapitel 10, Vers 4 lesen wir, dass es nicht erlaubt ist an Johannes, um das, was er hört von den sieben Donnern, aufzuschreiben. Da wird gesagt, da höre ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, dieselbe schreibe nicht. Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf den Himmel und schuf einen Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darinnen ist und die Erde und was darinnen ist und das Meer und was darinnen ist, das in Wort keine Zeit mehr sein soll, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, so soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündigt seine Knechten und Propheten. Keine Offenbarung. Es darf nicht aufgeschrieben werden. Nun, das ist genau, wo die Jehovaszeugen hier in Kapitel 10, Vers 4 anfangen. Die sagen dann von, ja, aber wir haben das, was hier versiegelt ist, für euch entdeckt. Und das könnt ihr bei uns bekommen. Die Jehovaszeugen, Rutherford en Russell, die fangen genau hier ihre falsche, ketzerische Theologie aan. De Satan is. Und nogmaals, wenn wir unsere wie nach Martin Luther's Beispiel, versuchen die Schrift zu erklären, fangst du an mit das, was Gott lehrmäßig an die Gemeinde geschrieben hat, an Christen aus den Heiden, und wer war dieser Apostel Paulus? Wir fangen mit Paulus an. Und wir fangen nicht an mit Apostel 2, Vers 38, bekehrt euch was durch Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das sind die Orthodoxen, Protestanten, Katholiken, die oft sagen, durch Babybesprengung kannst du die Ursünde vergeben bekommen. Wir fangen nicht an wie die Kirche Roms, Matthäus 16, Vers 16 bis 18, da Jesus sagt, du bist Petrus, an diesem Fels soll ich meine Gemeinde bauen. Und das sagt Rom dann, ja, dann müssen wir da anfangen, weil Jesus hat auf Petrus seine Gemeinde gebaut. Nein, nicht auf Petrus, auf sich selbst, er ist der Fels. Petrus heißt einfach Steinchen. Und das war ein Text, ein Juden geschrieben, bevor das Kreuz und in dem Alten Bund. Da kann man nicht eine Theologie aufbauen, das tut Rom. Ungläubige, muss man fragen, Ungläubige, kannst du mir ein Kapitel vielleicht nennen aus der Bibel? Weißt du, was na sagen, wenn sie überhaupt ein Kapitel wissen? 1. Korinther 13. Was sagt das? Das Liebeskapitel. Oh, das kennen sie ja. Die Liebe ist, oh ja, so wunderbar, die Liebe. Oh, die Liebe am Kreuz von seinem Gottes Sohn? Ja, nein, das ist nicht legitim. Da möchte ich die Liebe nicht überreden. Da kannst du nicht mit anfangen. Dus is veel charismatischer, oft, en ook meer en meer vrij evangelisch, die zeggen, ja, we gaan naar Matthäus 25. De vijf wijze en vijf törichte jungvrouwen enzovoort, dat is in gelijking met de pfunden en met talenten. Daar kan man, wenn man die persoon neemt die dan een talent op doet, die geht verloren. Dat heißt, daar is een element van glauben plus werken aan Juden geschreven, in Trübsalzeit, en daarmee vangen ze dan aan. Nein, das ist geschrieben an Juden vor dem Kreuz unter dem Alten Bund. Fang an mit Brief von Paulus, geschrieben an Christen aus den Heiden für diese Zeit. Jakobus 2, viele Katholiken tun es auch, oder selbst gerechte Christen tun es auch sehr oft, die sagen dann von, ja, weißt du was, Jakobus ist doch ganz klar, Glaube allein kann nicht retten. Zeige mir dein Glaube aus deinen Werken. Ohne Werk ist Glaube tot. Ja, das ist geschrieben, Jakobus 1, 1, in den 12 Geschlechter, in der Verstreuung, in die Diaspora. Nicht an einen Christ, in 2018 bevor der Entrückung. Für einen Jude am Anfang von der Apostelgeschichte, wenn Gott noch mit Israel als Volk gehandelt hat, oder mit Jude nach der Entrückung in diese Trübsalzeit. Dann nehmen wir Leute, die sagen, ja, weißt du was, 1. Petrus 3, 21 sagt doch ganz klar, dass wir errettet werden durch die Taufe. Das heißt, Leute, die glauben, durch Wasserbesprengung oder Wassertaufe, kann man Vergebung der Sünden bekommen. Und schlussendlich, die Mormonen nehmen dann 1. Korinther 15, 29 die Taufe für die Toten. Die Taufe ist einfach für die Toten, niemals zu allen Leuten, die gestorben sind. Und wenn jemand getauft wird ins Wasser, zeigt er einfach, dass er mit Christus gestorben ist, weil alle Leute, die gestorben sind, im Grab gegangen sind, wegen der Folge der Sünde. Das heißt, der Teufel benutzt die Bibel speziell, um Millionen Seelen, speziell religiöse, christliche oder Namenschristen
in die Hölle zu verdammen. Und das ist ein Grund, warum wir eine Bibelschule haben. Das ist ein Grund, warum wir dann mit Sonntagsschule, das Unterricht sagst ab und zu vielleicht, ja, aber es ist doch schon nicht so einfach alles. Aber du musst echt studieren, du musst Zeit nehmen, um das Wort zu lernen. Und dann kannst du dich schützen für alle ihre Lehren, die kommen. Een gezonde Bibel, een gezonde, heilzame leren, omdat een klares evangelium, ja, dat macht Leute glücklich, dat gibt een Segen. Zo werden Leute selig, bekommen Vergebung ihrer Sünde en bekommen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nun, in Kapitel 10, Vers 5 wird da ein Engel erwähnt, die steht auf dem Meer. Dat is in de Bibel immer das Mittelmeer. En auf die Erde. Ik vermute een Hinweis zu Palästina oder Israel. Und hatte, hob seine Hand auf ihren Himmel und schwur bei den Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Königreiche sind entstanden zwischen so Mesopotamien und Griechenland. Da ist, hat die Zivilisation sich seinen Anfang gehabt. Ist auch das Zentrum von Sem, Ham und Japhet. Da zwischen Mesopotamien, das ist meistens Sem, der Süden ist Ham und Norden und Nordwesten ist vor allem Japhet. In Offenbarung Kapitel 10, Vers 7 wird erwähnt das Geheimnis Gottes und die Stimme der sieben Engel. Nun, in Offenbarung 11 lesen wir, was das dann genau ist. Offenbarung 11, Vers 15. Der siebte Engel pausant und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus worden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Na, das ist eine Vers, die der Feier nicht gern hat. Das heißt, alle neuen Bibeln haben das geändert in von die Reiche der Welt zu das Reich der Welt. Von mir jetzt an den Einzelnen. Aber es sind die Reiche, das heißt Österreich oder EU oder China, Russland, Großbritannien, Deutschland, USA. Die Reiche sollen werden Eigentum von unserem Herrn und seines Christus. Er soll sie physisch, militär, politisch beherrschen und regieren. Doch nicht nun. Das ist sehr wichtig. Viele Leute denken, ja, ich habe auch einen Auftrag als Christ, ich muss mich politisch engagieren und so weiter. Nochmals, wenn du es tun musst, denkst du, du musst es tun. Aber ich bete für Weisheit für dich darin. Aber wir sollen, glaube ich, erstens beten für Weisheit für die Obrigkeit, sagt 1. Timotheus 2. Und wenn Jesus da in Lukas 4 und Matthäus 4 verführt wurde vom Feind, 40 Tage lang, dann sagt der Feind, weißt du was, ich nehme mit an einen ganz hohen Berg, sind ihm alle Reiche der Welt. Und er sagt, das bekommst du alles auf eine Bedingung, wenn du mich anbetest. Aber Anbetung vom Feind ist verbunden, das heißt, du hast eine Bedingung mit Menschenopfer. Was Opfer war das dann? Nicht zum Kreuz gehen. Das heißt, dann hättest du niemals die Chance bekommen, um durch das Blut Jesus erlöst zu werden. Niemals an de Chance zu bekommen, in den Himmel zu kommen. Wie Jesus dieses Angebot aufgenommen hatte. Das heißt, der Feind bietet sich Dinge an, oft, die an sich nicht sehr schlecht sind, weil er bekommt die Reiche schon. Aber dann mag nicht beim ersten kommen. Er soll noch 2000 Jahre ungefähr warten, müssen, bevor er diesen Reiche bekommen könnte. Das Schwester von einem jungen Christ, lerne zu warten. Das Fleisch kann nicht warten. Amen. Dein Fleisch kann für nichts warten. Ich muss das haben, ich muss eine Frau, ich muss heiraten, ich muss Geld haben, ich muss. Die Inserate liegen da nicht um. Du musst ein Auto haben, du musst cool sein, weißt, du musst die schönste Kleider haben, neueste Uhr haben, mach nicht aus. Das Fleisch kann nicht warten. Und der Herr sagt, wartet. Harre des Herrn. Wir bekommen das alles sowieso. 1000 Jahre gleich, wissen wir auch. Aber wir möchten nun schon ein bisschen der Mann sein. Aber Gott sagt, in ein Kreuz auf dich. Ein Kreuz nun, gibt es einen Kron später. Kein Kreuz nun, kein Kron später. Das hast du den Lohn schon gehabt. In 2. Korinther 4, Vers 4 lesen wir, bei welchen der Gott dieser Welt den ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes? Das heißt, der Gott dieser Welt, der Feind, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Sie sehen nicht mehr, was wichtig ist, was wahr ist.
Denken, ich muss mal ein neues Auto haben, ich muss eine Position haben, ich muss ein gutes Einkommen haben, aber es geht nicht mehr um den Herrn Jesus Christus und die Rettung von Seelen. Er hat die Leute die Augen verblendet. Er hat die Leute, die Christen, die Augen verblendet. Nun ist Jesus Haupt seines Leibs. Und Haupt von einem Leib von neuen geborenen Leuten. Wenn du zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus, hast du seine Gerechtigkeit vertraut und hat den Heiligen Geist dich mit seinem Geist im Leibe Jesu Christi getauft. Und jeder, der an ihn glaubt, der muss wissen, der Heilige Geist wohnt in dir für ewig, die kannst du nicht verlieren. Das ist nicht die Lehre von der katholischen Kirche, nicht die Lehre von der ökumenischen Bewegung und weniger die Lehre von der Allianz. Aber nogmaals, wenn du mal die Geschichte von Bibelgläubigen lesen möchtest, neem maar Fox's Boek von Matthäus. En das Matthäusboek in Deutsch von Tielemann van Bracht. Sehr die Mühe wert, die Geschichte von Bibelgläubigen Baptisten zu lesen, die erste 1700 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Wahrheit macht ein Mensch frei, die sucht nach Gott. War das Amsterdam de Straße, und da war ein junger Mann, 18 Jahre alt, hat gesucht. Er war genügend gesündigt, schon 18 Jahre alt, genügend gesündigt, hat gesucht und wir konnten ihn zu Jesus Christus führen, genau mitten in Stuttgart an der Königstraße unter einem Banner. Das war ein Segen. Nogmaals, es gibt noch immer Leute, die Suchende sind. Die meisten doch möchten nichts wissen vom Licht. Wir lesen in Johannes Kapitel 3, Vers 19 folgendes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr dan das Licht, denn ihre Werke waren böse. De grond waarom du, wenn du hier sitzt, nicht gerne diese Sache anhörst, weil deine Werke zeugen gegen dem, was Gott von dir erwartet. Die sind böse. Wir können das Licht nicht ertragen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich alleine. Wenn du hier sitzt, du bist nicht errettet, ist meine Frage, was hindert dich, heute Abend oder heute Morgen, wenn du diese Sache anschaut, dich zu bekehren, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte mich bekehren von meiner Gerechtigkeit und glaube alleine an deinen Sohn, an dein Blut für die Vergebung aller meiner Sünden. Weil du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 16, ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich der Geist der Wahrheit. Das ist nicht Mohammed. De Geist der Wahrheit. Mohammed is tot, zijn gebaren is in Mekka, glaube ich. Maar de Heilige Geist, die du bekommst, die, wenn du dich glaubst an Jesus Christus, bleibt bei dir ewiglich. Und die führt dich in alle Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, wenn du die Zukunft wissen möchtest, was wir versuchen hier zu tun mit die Beschreibung, die Bilder von Offenbarung, dann siehst du, was für die Zukunft da ist für dich. Schön ist, wenn du von neuem geboren bist, du sollst niemand durch diese schreckliche Zeit gehen, und niemand diesen Drachen offenbar sehen und so weiter. Aber wenn du nicht von neuem geboren bist, sollst du das alles mitmachen und du kannst nur in den Himmel kommen in Trübsalzeit, wenn du am Naturtod sterben möchtest. Alle römische und große protestante Kirche lehnen dieses ab und die sagen, wir sind A oder postmillennial, wir werden entweder nicht in einem buchstäblichen 1000-jährigen Reich, oder wir bringen das Reich selber rein. Adolf Hitler, das Dritte Reich ist das 1000-jährige Reich. Das ist, was er gesagt hat. Und es sind mit Blutvergießen zusammengegangen, es sind Dutzende Millionen Leute gestorben. Du kannst das Reich nicht reinbringen. Kein UNO, keine EU, keine NATO-Truppe. Es ist nur möglich durch den Herrn Jesus Christus. Und weißt du was? Das ist das Letzte, wo die UNO oder der Sicherheitsrat oder der EU-Kommissar Interessen haben, dass Jesus zurückkommt. Sie möchten selber Gott sein, sie möchten selber bestimmen und sie möchten selber ihr Land oder ihre Menschheit, 7,5 Milliarden Leute, glaube ich, heute ungefähr, in die Hölle und in die Verdammnis führen und sie gehen damit voran. Das ist die Tragik in den letzten Tagen. Nun, Kapitel 10, Vers
6 und Vers 7. Wir haben das schon gelesen, dass diesen Engel schwor, bei den Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, die den Himmel geschaffen hat und was darinnen ist und die Erde und was darinnen ist und das Meer und was darinnen ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll, sondern in den Tagen der Stimme der 7. Engels, wenn er Posaunen wird, so soll vollendet werden das Geheimnis Gottes. Das hat zu tun bei dem 2. Kommen Jesu Christi. Das Thema in der Bibel ist nicht das Blutvergießen, das Kreuz. Das Thema in der Bibel ist ein Stuhl, ein König, die ein Königreich reinbringt. Das ist das größte Thema von 1. Mose bis Offenbarung. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermal mit mir reden und sagen, geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Eine Stimme von oben. Wir haben das schon einmal erwähnt in Matthäus 3, Vers 16 und Vers 17, wenn Jesus getauft wird, aus dem Wasser kommt, von Johannes getauft wird, dann hört er eine Stimme vom Himmel, der sagt, das ist mein lieber Sohn, hört ihm. Der Sohn kommt aus dem Wasser, die Stimme vom Vater kommt vom Himmel, der Heilige Geist kommt auf ihn wie ein Taub. Das sehen wir gleich hier, diese Stimme, die dann von der Sitte erinnert, die wenn er Posaunen wird. Und schlussendlich in Vers 9 wird Johannes erwähnt, als gehe zum Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm hin und verschling es. Und es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem Munde wird es süß sein wie Honig. Und das ist auch so. Das gefällt einem Mensch sehr, wenn er es zu sich nimmt als Christ, aber es kann an dem Bauch was grimmen, was sauer werden, was schwer werden, wenn es kommt in den Nachfolger von Jesus, sicher hier in der Trübsalzeit. Man sieht das Gleiche in Ezekiel, da möchte ich auch mit abschließen. In Ezekiel Kapitel 2, Vers 9, da muss auch Ezekiel etwas Ähnliches tun wie Johannes. Ezekiel 2, Vers 8, da lesen wir, dass zu Ezekiel wird gesagt, du Menschenkind, höre du, was ich dir sage, und sei nicht ungehorsam, wie das ungehorsame Haus ist, sprechen wir von Israel. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgereckt, die hatte einen zusammengelegten Brief. Und dann müsse er diesen Brief aufessen, Vers, Kapitel 3, Vers 1. Er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was vor dir ist, nämlich diesen Brief. Und geh hin und predige dem Hause Israel. Vers 2, da tat ich meinen Mund auf und er gab mir den Brief zu essen. Und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diesen Brief, den ich dir gebe, in deinem Leib essen und deinen Bauch damit füllen. Da aß ich ihn und er war in meinem Mund so süß als Honig. Aber danach muss ich predigen. Das ist nicht einfach. So ein ungehorsames Volk, so ein abtrünniges Volk, Kapitel 2, Vers 3, so ein ungehorsames aus Israel, Kapitel 2, Vers 5, zu ein Volk, das ein harte Halse hat, ein harte Nacken hat. Und das ist genau, wenn du gerufen bist zu predigen, was wir hier haben in den letzten Tagen. Die meisten Leute möchten sich nicht sagen lassen, die meisten Christen möchten nicht angepredigt werden, weil sie sind sehr selbstgerecht, sie lieben ihre Sünde und hassen Heiligkeit, hassen Rechtung. Und das ist der Geist in den letzten Tagen. Okay, lassen wir hier bei Kapitel 10, Vers 10, nächstes Mal weitermachen und hier eine Pause machen wir dann nächstes Mal beschreiben die 5, 6 Bilder von Gottes Wort, Milch, starke Speise, Brot, Honig, Äpfel und so weiter und so fort. Vater, wir danken für dein Wort und wir danken, dass wir wissen, dass wir nicht durch diese schreckliche Zeit von Gericht Gottes über das Volk Israel, über den Heidenvölker mitmachen müssen, weil wir sind dann schon errettet, weil du hast den Zorn, den wir verdienten für unsere Sünden, auf deinen Sohn Jesus Christus gelegt. Bitte in seinem Namen fangen wir, dass du auch Gnade gibst an die Obrigkeit, auch hier in Österreich. Segne sie, führe sie und gib uns auch Arbeiter, die in der Zukunft weiter das Evangelium der Gnade Gottes predigen wollen und das Wort Gottes auch an Gemeinden lehren wollen. Wir beten das alles in Jesu Christi Namen. Bitte komm bald. Amen.